Hallo, gehört jetzt zu diesem schrecklichen Mann, der mir meinen Thron stehlen möchte? Sucht meinen letzten treuen Ritter, er ist in einer improvisierten Zelle vor dem Schloss. Ich habe hier etwas aus meinem, Erbrochenen zusammengetan. Ihr müsst ihn in der Nähe vom Thron aktivieren. Okay. Und jetzt runter machen. Erstmal Probe setzen auf den zukünftigen Thron. Auf meinen zukünftigen Thron. Auto. So. Oh! Weiter so! Hier ist Ronja und jetzt muss ich erstmal zum Sportunterricht. Hallo! Oh. Hi! Hallo! Hi! Also. Willst du mit mir Pokémon spielen? Wollen wir nach dem Sportunterricht Pokémon spielen? Okay! Hast du Karten? Es hängt an zu regnen! Ja, toll! Mach nicht den Mund auf! Hä? Nein, tu's nicht! Das schmeckt wie die Toilettenwasser! Wieso weißt du, wie das Toilettenwasser schmeckt? Ja. Oh, okay. Apropos Toilettenwasser. Ich muss go, ciao. Okay, ciao. Wie spielt man denn die Dusche? Kannst du mir das verraten? Also, ich zieh meine Hose runter? Nein. Nee? Okay. Nee. Warum denn nicht? Meinst du, Sportunterricht fällt aus jetzt, wo es regnet? Ich weiß es nicht. Wir haben Sport. Ja, deswegen sind wir doch am Sportplatz. Warum bist du am Sportplatz, wenn du nicht weißt, dass wir Sport haben? Ich kann bunten Regen machen. Kannst du? Ja, dann muss ich mir die Hose ausziehen. Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Warum involviert bei dir alles, dass du dir deine Hose ausziehst? Weil meine Hose schon wieder voll ist. Oh, nö. Oh, man riecht's. Guck mal, zum Beispiel Flo, ja? Flo ist gerade aufs Klo gegangen. Hast du mitgekriegt? Das kannst du ja auch machen. Da hält dich ja keiner auf. In der Dusche pinkeln? Okay. Nee, stopp. Ich glaube, der Lehrer kommt doch gerade. Okay. Guten Tag. Hallo, wollen wir Sport ausfallen lassen? Es regnet jetzt ja. Nein. Wieso nicht? Weil... Guck dich doch an! Du brauchst Sport! Hast du gerade gesagt? Du auch! Wobei... Ja, bei dir geht's noch! Du brauchst Sport! Du bist fett! Hey! Bist du nicht... Nee. Hey, du! Lauf mal 5 Runden! Okay! Nein, nicht! Ich glaub, da... Ist immer so. Ja, das wissen sie doch! Sie sind doch jetzt schon länger Lehrer! Guck mal! Ich dachte mir, das nur ein Ausnahmetag, aber... Nee, ich glaube nicht. Ich soll Flo entschuldigen, der ist gerade auf dem Klo noch. Ja, ich wollte gerade... Ich habe schon ein Minus eingetragen. Okay, der Arme. Hey! Das sind Tintenfische, keine Giraffen. Warum sind da überhaupt Tintenfische? Das ist zur biologischen Ausdehnung der Lebewesen. Giraffen. Aber ist das nicht das Schwimmbad? Sollten da nicht eigentlich... Richtig, eins mit der Natur. Oder bist du gegen die Natur? Ich bin nicht gegen die Natur. Wer ist schon gegen die Natur? Alles klar. Aber ich meine. Mitkommen! Das sind tolle Hunde! Okay. Können die auch reparieren? Weiß ich nicht. Es ist doch doof, wenn es regnet. Also, da können wir doch nicht auf dem Sportplatz sein. Es ist kalt, es ist nass. Es ist nicht kalt und nass. Das ist umso mehr Herausforderung, ja? Wer ausrutscht, muss eine extra Runde machen. Auf geht's, du beginnst. Aber wenn ich ausrutsche, dann tue ich mir weh. Ja, wir haben eine Krankenstation. Laufen, los! Wie viel ist eine Runde? Einmal rum, bis du wieder da bist bei ihm. Okay. So was Dummes. Ich will nicht. Ich bin das Regen, Tool. Das was? Das Regen. Du magst den Regen? Das Regen, ja. Warum magst du den? Weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Meine Hose ist durchgehend nass, jetzt ist mein Körper nass. Das ist ja super. Ja. Und du magst es, wenn dein Körper nass ist? Ja, aber ich habe die perfekte Lösung. Nein, nicht stehen bleiben. Nein. Schneller. Nein, ey, komm mit, Lehrer. Schneller! Lehrer, komm denn mal mit! Ich kann hier... Das war nur eine Runde! Ja, das war eins? Hey, ich kann das einzählen! Guck mal, ich hab hier... Uns ist nass, ne? Wir machen hier mal ein bisschen Feuer und dann geht's uns hier besser. Woher hast du das? Hab ich meinen Papa geklaut! Hilf mir, das auszumachen!
Ich mag dich, deshalb brenne ich mir die Finger. Hey! Ich meine, es ist schöner als der Regen draußen. Ja, es ist warm. Und guck mal, die Hunde freuen sich auch. Es sind immer noch keine Hunde. Tut mir leid, die Giraffen. Richtig. Ja. Hey! Hä? Was soll denn das? Guck mal, das brennt so lustig. Wollen wir jetzt vielleicht den Sportunterricht ausfallen lassen, jetzt wo Feuer ist? Ja, wir haben jetzt, fange die Mitschüler. Neues Spiel. Aber, nee, das würde ich jetzt nicht machen. Guck mal, das... Du machst das doch schön. Oh, jetzt zündet ihr draußen auch noch den Sportplatz an. Oh, weia. Guck mal, das ist eine Arbeit. Oh, die brennt ja lustig. Oh Gott. Ich meine, immerhin macht der Regen es aus, schätze ich mal. Hey, du bist immer noch keine zweite Runde gerannt. Wirklich, es brennt und es regnet. Und ich soll eine zweite Runde rennen. Okay, ich lauf ja schon. Oh, das ist ja dummes Müllkrams. Wo ist er jetzt hin? Ich hab hier. Warte, zündet der jetzt die Schule an? Norbert, nein! Norbert! Warum machst du das? Guck mal, jetzt kommen wir gar nicht mehr in die Schule. Hey! Herr Norbert Kreister, bitte kommen Sie zurück! Oh, war ja. Wo ist eigentlich Flo? Kriegt er davon gar nichts mit? Ich gehe nochmal wieder zum. Zur Schwimmhalle. Das gibt's ja nicht. Soll ich den Direktor anzünden? Oh Gott. Ist hier einfach niemand mehr? Wo ist eigentlich der Rest der Klasse? Machen die alle einfach keinen Sport? Wahrscheinlich sind sie zu Hause geblieben bei dem Regenwetter. Oh. Flo? Okay. Ronja, du darfst da nicht reingehen. Hast du mitgekriegt, dass Norbert schon wieder zum Direktor muss? Echt? Er hat okay, das ist gut. Das heißt, der Lehrer ist beschäftigt. Okay, alles klar. Sag ihm, er soll nicht die Toiletten checken. Alles klar. Wollen wir einfach nach Hause gehen? Ich glaube, der Lehrer und der sind jetzt eh weg und... Hey, es regnet! Eben, da kann man ja keinen Sport machen. Okay, also ich alles klar. Versucht. Das klingt nach einem guten Plan. Oh Mist. Wir könnten vielleicht einen kleinen Abstecher mal wieder machen zum Bauen der Kompass. Leuchtet mal wieder. Oh, okay. Dancing in the moonlight. Machst du schön, mach weiter so. Ja? Ja, ja. So Regentime. Hat man gemerkt, du. Okay. Ja, das sollte jetzt ja halbwegs ohne Komplikationen verlaufen. Ich meine, der Hausmeister kümmert sich vielleicht um... ich meine, das Feuer ist aus, aber man weiß es nicht. Ja, perfekt. Okay. Ist die Feder? Mal schauen. Ha. Gib diese weg. Hat sie vielleicht irgendwas hier gelassen? Vielleicht, hier müssten bestimmt irgendwo Äpfel rumliegen, oder? Wie kriegen wir denn sonst die Äpfel? Ja, vom Baum wahrscheinlich, oder? Ja, schätze schon. Ich meine, irgendwie ist ja der Orangene, also hier Norbert lässt. Oh, du hast welche gefunden? Ja, du musst abbauen. Ehrlich? Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist wie bei normalen Äpfeln. Guck mal, das ist ja eigentlich ein bunter Baum. Okay. Hast du zwei zufälligerweise schon? Nö, ich habe einen. Versuch mal mehr abzubauen. Ich will den Baum aber nicht komplett abreißen. Oh, okay. Ja, perfekt. Hat geklappt? Ja, hat geklappt. Der Baum. Der arme Baum. Baum. Ich glaube, das wird die Fee macht es ökonomischer. Ja, gut dann. Guten Appetit. Hör, was? Wo sind wir denn hier? Hier ist einfach gar nichts. Hä? Oh, siehst du irgendwas? Nö. Hey, wo sind wir? Es sind einfach alles... Nee, der Mond ist da. Was hat denn der Hausmeister da für eine Welt schon wieder? Also die Traumwelten werden auch jedes Mal komischer. Es sind einfach nur Nacht und... Oh, warte, hier leuchtet irgendwas im Boden. Siehst du das? Da vorne? Hä, wo, hier? Hier. Oder ist bei dir irgendwas gewesen? Hier sind einfach nur dunkle Stellen, oder? Das andere ist Gestein. Ist da irgendwas? Ich glaube, oder? Ist Licht. Ist es eine Falltür? Können wir da runtergehen? Ja, sieht mal schwer so aus, oder? Ich meine, ansonsten ist hier ja wohl mal gar nichts. Das heißt, ich würde sagen, du willst zuerst oder soll ich? Okay. Oh, okay. Oh, hier ist immerhin eine Leiter. Das heißt, wir stürzen wenigstens nicht in den Abgrund. Siehst du da unten schon irgendwas?
Ja, Lava, pass mal auf. Das ist natürlich beunruhigend. Was ist denn hier? Gibt's hier keinen Gang? Wo ist denn hier? Hier kommt bestimmt... Oh, hier ist ein Gang. Warte mal, oh, hier ist wirklich alles voller Lava, oh Gott. Was macht denn der Hausmeister hier? Was hat der denn grad vor? Lava. Hier ist doch keine Lava. Oh, warte, wir rennen. Oh Gott, oh Gott, renn. Flo. Komm hinterher. Bist du hinter mir? Ich mag diese... Ja. Mir ist übel. Oh Gott. Warte, wir müssen uns weiter durchrennen. Nicht, dass der uns findet. Also. Kommst du? Oh mein Gott, Flo, ich hab noch geguckt. Warte mal. Oben. Warte mal. Oh Gott. Warum ist die Luca? Kann es sein, dass wieder die Leute da sind? Es wird den Spiel fragen, ob er irgendwie ein Geheimversteck hat. Was? Wen willst du fragen? Oder die Jaten hier. Wir können die Jaten durch, falls der hier reinkommt. Glaube ich, oder? Also, die Tür habe ich nicht offen gelassen. Ja, der ist jetzt mal zugemacht. Okay. Nee, der Gärtner hier! Ist kein Gärtner. Da. Hä, Flo? Wo ist denn dein Gärtner? Was steht hier? Flo, da ist nichts! Warte mal, ich hab da was gehört. Hä? Ich versteck mich! Wieso? Da ist niemand! Hä? Flo! Okay, ich sollte wieder zurückgehen. Mir war es, als hätte ich das Geräusch gehört, als wenn hier jemand in die Welt tritt. Was ist denn? Der Hausmeister. Okay, okay. Ich müsste probieren, dieses blöde Buch zu finden, aber ach, verdammt. Was für ein Buch? Oh, muss schnell schauen. Oh nein! Muss schnell schauen. Okay. Hab ich den hingelegt? Was für ein Buch sucht der? Hörst du mich? Ich weiß es nicht. Bist du bei mir nicht? Hier hinten. Hier. Oh ja. Wollen wir schnell auf die andere Seite fahren mit dem Minecart? Dann sind wir wenigstens sicherer. Er ist hier! Dann... Wo? Er lässt ins grüne Portal gehen, oder? Welches grüne Portal? Was siehst du denn? Hier, das Nether-Portal. Das ist doch kein Nether-Portal. Florian, alles okay bei dir? Okay, ich fahr jetzt rüber. Flo, bist du... Okay, er ist einfach weg. Hier ist einfach... Okay, hier ist ein Minecart, dann fahre ich damit jetzt rüber. Hä? Wo ist Flo denn jetzt hin? Was ist denn... Sehe ich einfach irgendwas nicht? Hab ich Halluzinationen oder hat er welche? Ich bin so verwirrt. Okay, ich fahr jetzt rüber. Irgendwas mit einem Buch. Ich meine, es kann ja nicht so schwer sein, hier ein Buch zu finden. Hier ist jetzt ja nicht allzu viel. Hier ist okay. Oh, Flo? Ach, da bist du endlich! Hey, ich hab schon gewartet! Hä? Wo bist du denn hingegangen? Hier! Wir wollten uns doch treffen bei der Bibliothek. Okay, vielleicht werde ich verrückt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir suchen ein Buch. Ich weiß nicht genau, was für eins. Hast du gehört, hat er irgendwas gesagt, was da drinnen stehen soll, was er damit beabsichtigt? Hey, wer? Der Hausmeister. Hey, wir sind allein hier. Nein. Wir sind doch in der Welt, um den Hausmeister aufzuhalten. Ja, aber hast du ihn schon gesehen? Ja, vorhin. Vor 5 Sekunden. Flo? Ich schau mal. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Buch über Kochrezepte. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das klingt nicht so gefährlich. Was haben wir hier noch? Ey, irgendwie ist das richtig Gärtnerei. Komisch hier. Ja, du verhältst dich komisch. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir? Gott, hast du mich erschreckt? Gibt's noch? Ja. Wenn sie erschreckt, ja. Ja. Ich dachte, du wolltest rüberschauen. Hä? Flo, hast du den vorher schon gesehen? Was machst du hier? Also ja, ich wollte dich suchen, weil du schon so lange gemacht hast. Lagerfeuer und deswegen machen wir hier dieses schöne Lagerfeuer. Denn das Lagerfeuer. Oh Gott, der brennt die Bibliothek ab. Ich mag Bücher sowieso nicht und ich kann nicht lesen. Okay, du magst Bücher nicht, deswegen brennst du es jetzt einfach. Oh Gott, wir sollten vielleicht schnell hier raus, bevor wir mitverbrennen. Flo, hä, aber brauchen wir nicht ein Buch? Ich meine. Brennen auf den Wir müssen das Buch hier nur vernichten, brennen wenn er einfach alle abbrennt, dann Feuer ist es auch weg, schätze ich mal. Mach doch die Tür zu, der soll doch auch wieder rauskommen, der arme Kerl. Sonst verbrennt er noch. Aber, Flo? Der Typ ist irgendwie richtig komisch. Ich weiß nicht warum. Ich meine, vielleicht ist es sein Ding. Vielleicht hat er ein Feuerzeug gefunden. Und das ist jetzt. Hast du jetzt alle abgebrannt? Stehen da noch Bücher? Stimmt, da war ja noch was. So.
Dann kommt diesen hier. Ach, hier bist du. Was? Flo? Da. Mit wem redest du denn ständig? Hey, mit Norbert. Norbert ist da hinten, Norbert? Norbert, oh mein Gott. Okay. Hast du wunderschön gemacht. Du standest nicht zufälligerweise vor ein paar Sekunden hier, als Flo mit dir geredet hat. Ich glaube, wir sollten gehen. Ciao. Ich kann nicht leben. Ja, das wissen wir. Du standest nicht hier, oder? Er hat mit niemandem geredet. Ja? Ja? Ja. Okay. Hast du eigentlich auch einen Apfel gegessen, oder wie bist du hierher gekommen? Ich hab gepupst. Okay. Ich geh jetzt kacken. Viel Spaß. Flo? Geht's dir wieder besser? Ja. Ich glaube, mein Apfel war abgelaufen. Du hast die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, irgendwelche Leute gesehen, die gar nicht da waren. Also, da war niemand. Du hast immer mit irgendwem geredet. Ja, irgendwie war das richtig komisch. Okay, aber jetzt geht's dir wieder gut, sagst du? Ja, ich hoffe mal. Okay, immerhin. Dann. Perfekt zugemacht. Ja, dann denke ich, können wir einfach. Wie spät ist es überhaupt? Gehen. Ich meine, wahrscheinlich immer noch Sportunterrichtszeit, aber. Es regnet nicht mehr. Es regnet immerhin nicht mehr. Das ist ein Plus. Ja, dann, ich meine, lass uns nach Hause gehen, oder? Bevor der Hausmeister wiederkommt. Weil ja, ich meine, der war ja gehen. Auch in der Traumwelt. Du, oh, bist nein. Du, ach, da bist du hin. Ach, da ist wieder Dings. Wer? Hast du schon wieder die Hose gemacht? Oh nein. Oh Gott. Warum macht er das immer? Flo, mit wem redest du? Herr Norbert. Norbert ist nicht da. Flo, Norbert ist nicht da. Hä? Flo? Hast du Halluzination? Hast du gerade den Hausmeister gesehen? Nein. Ist der... Ich glaube, vielleicht solltest du besser noch... Ja! Okay. Den kleinen Bettlinge gesehen, der sich wieder in die Hose gemacht hat. Ja, ich hab's doch gesagt. Der hat wieder die Schule angezündet. Der hat die Schule angezündet. Das war vorhin. Da warst du auf dem Klo. Vollidiot. Okay, er kümmert sich drum. Ja, dann lass uns nach Hause gehen. Leg dich vielleicht einfach hin. Dann geht's dir morgen wahrscheinlich wieder besser. Und dann, ich meine, der Hausmeister scheint uns jetzt nicht unbedingt verdächtig zu haben. Das ist ja schon mal gut. Oh, warte, ist hier noch zu? Oh, oh. Kann sein, dass wir außen rum müssen. Ist es noch so früh? Hey, ich dachte, wir waren doch schon in der Schule. Ja, ich bin hinten rum. Das ist für mich kürzer. Nice. Ich gehe immer so rein. Du nicht. Wir wohnen doch gegenüber. Doch, hier geht's raus. Hier komme ich immer rein. Ja. Ich dachte, man ist komplett hinten. Nee. Okay. Naja, gut, dann sag morgen Bescheid, wie es dir geht. Und okay. Wir sehen uns morgen. Ciao. So, das war's mit der 7. Folge von Minecraft Traum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wie immer, schreibt eure Theorien in die Kommentare. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal und drückt die kleine Notifikationsglocke. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video rauskommt. Das ist normalerweise 13 Uhr jeden Tag. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.